Hey ho und damit wieder herzlich willkommen zu Edna bricht aus mit mir Beitkrieger. Wir versuchen mal ins Haus oben reinzukommen. Hier haben wir wieder ein paar neue Optionen. Ja, wir haben den Topf, wir haben eine Hintertür und in den Topf da wachsen schon Schwämme raus, weil es so verschimmelt ist. Pfui. Wir haben eine Pflanze, wir haben einen Fenster, einen Durchgang, eine Spüle. Dann benutzen wir doch erstmal die Spüle und waschen uns die Hände. Das Wasser wurde hier wohl abgestellt. Nein, Mist. Dann benutze mal den Topf. Bah. Bah, Edna. Musste das sein? Das ist echt widerlich. Okay, es waren anscheinend Zauberpilze. Pfui. Wir nehmen den trotzdem mal mit, wenn es geht. Nein, nicht nochmal. Edna, pfui. Das geht ja gar nicht. Da können wir die Pflanze mitnehmen. Die ist festgewachsen. Ach so, dann benutze sie doch trotzdem mal. Die blüht gerade nicht. Wenn sie blühen würde, könnten wir uns daraus was drehen und rauchen. Dann wissen wir schon mal, welche Pflanzenart es ist. Da ist die Hintertür und da können wir weitergehen. Da ist noch die Spüle. Können wir hier irgendwas machen? Nein, so würde das gar nichts bringen. Okay. Den da. Ich mache einen Abdruck, indem ich die beiden einzelnen Teile in den Ton drücke. Prima, das hat geklappt. Ja, jetzt haben wir eine Form von dem kaputten Schlüssel. Dann können wir den kaputten Schlüssel einschmelzen. So würde das gar nichts bringen. Nee? Okay, dann müssen wir jetzt den Generalschlüssel einschmelzen. Okay, vielleicht hilft das ja weiter. Okay. Anscheinend müssen wir den Generalschlüssel opfern. Ich möchte ungern tauschen. Allein bei dem Gedanken wachsen mir Pilze im Hypothalamus. Edna, du hast gerade noch gegessen und jetzt willst du es nicht auf die Herdplatte stellen. Naja, dann gehen wir mal da lang. Hier gibt's wieder einige Sachen. Wir haben eine Pflanze. Schauen wir mal, welche Pflanzenart das ist. Können wir da auch was schnapulieren davon? Wozu? Sie ist tot. Ja, aber du könntest sie essen, Edna. Vielleicht wirst du dann ein bisschen freundlicher. Kannst du mir sagen, wo der Kompost ist? Ich bin der Kompost. Oh. Oh. Arme Pflanze. Hallo? Mäntel des Schweigens. Ja, zum Glück ist es nicht Herr Mantel. Mattis Mantel war schon damals zerlumpt. Dann nimm den Mantel doch mit. Meine Klamotten dürften alle oben bei mir im Zimmer sein. Ja, und den anderen? Meine Klamotten... Okay, geht nicht. Wir könnten den Spiegel benutzen. Nein, wenn wir den Spiegel zerstören... Lass uns den Spiegel zerschlagen! Nein, ich bin unglücklich genug. Oh, ja, ich glaube... Es bringt ja Unglück. Gibt's noch einen Salon? Was ist ein Salon? Ich kenne das nur aus den Western-Filmen. Wir könnten das Gemälde mitnehmen. Vielleicht lässt sich's verkaufen. Papa brauchte den ganzen Tag, um es genau gerade hinzuhängen. Ich brauchte nur Sekunden, um es zu verrücken. Wir waren ein eingespieltes Team. Ja, eine Wasserwaage hätte es auch getan. Dann benutze es mal. Nein, dahinter ist kein Tresor. Nimm's mit. Papa brauchte, ich brauchte... Ja, dann schau es dir an. Ich erinnere mich an dieses Gemälde. Es zeigt die Landschaft aus der Wurstwerbung. Ah, aus der Wurstwerbung. Benutze mal den Tisch da. Ich kann mich jetzt nicht setzen. Die Zeit wird knapp. Okay, der warum? Der alte Mahagonitisch. Wie schön er damals glänzte. Warum wird die Zeit knapp? Okay, wir gehen mal nach oben. Vielleicht finden wir da was, wo wir unseren Schlüssel brennen können. Was ist denn das hier? Hier haben wir ein Foto. Können wir das mal anschauen? Hey, das ist ja ein Bild von mir. Ist vielleicht dein Kinderzimmer? Nee, sieht nicht so aus. War der nicht immer viel größer? Nein, du warst viel kleiner. Das ist Mattis Bett.
War der nicht immer viel größer? Das Feuerzeug meines Vaters. Oh, ein Zippo. Nehmen wir mein mit. Mein Vater hat mir früher immer verboten, damit zu spielen. Aber ich kann ihn nirgendwo sehen. Ach. Hm. Sie gehört auf das Pult meines Vaters. Okay, können wir sie anzünden? Nee, sollten wir vielleicht nicht machen. Nimm mal die Feder hier mit. In seinem Arbeitszimmer steht sie genau richtig. Ich lasse lieber alles so, wie es war. Wenn wir jetzt das Ding da anzünden, vielleicht brennt dann das Dach ab. Ich weiß nicht, ob es solche Sachen gibt hier in dem Spiel. Könnte sowas passieren? Könnte es sein. Wir könnten es ja mal versuchen. Wir speichern mal vorher ab. Nicht, dass das ganze Haus abbrennt. Das wäre nicht so gut. So, gespeichert haben wir schon mal. Jetzt benutzen wir mal das Feuerzeug. Ich zünde sie für Mattes an. Später. Okay, das mag sie gar nicht. Vielleicht dürfen wir das Haus später abbrennen. Na, das wäre doch schon mal was. Hier ist noch eine Badewanne. Pfui, sieht ja wirklich nicht schön aus. Überall. Der ist so staubig. Ich kann mich gar nicht sehen. Überall alles verschimmelt. Das Wasser ist wohl abgestellt. Die Wanne können wir uns da reinlegen. Ich erinnere mich gar nicht mehr, dass meine Badewanne ein Cabrio war. Klingt nicht gut. Das Wasser ist wohl. Okay, wir gehen mal raus. Gehen da rein. Wir haben die. Oh! Ich erinnere mich. Die war der Star im zweiten Flashback. Hausunterricht war das? Das ist der Stuhl vom alten Hornbusch. Die ganze Welt auf einer Bowlingkugel. Ja. War der nicht immer viel größer? Wie gesagt, du warst kleiner. Das ist der Stuhl von Alfred. Bäh. Bäh. Das war mein alter Stuhl. Oh. In den Schrank? Können wir da mal reinschauen? Ach ja. Huh. Ja, geh mal rein. Nein! Ich meine, nein. Oh Mann, da hat sie schon Panik davor. Sonst können wir hier aber, glaube ich, auch nichts machen, oder? Können wir irgendwas mitnehmen? Vielleicht den Globus? Bin ich Atlas oder was? Ja, bist du Atlas? Nimm die Tafel mit. Ich räume später um. Dann nimm die Tafel mit. Die Kreide ist alle. Und die Globus? Ich bin genau hier zu Hause. Okay, was passiert, wenn wir nochmal in den Schrank gehen wollen? Nein! Ich meine, nein. Ja, ich quäl dich ja schon nicht mehr. Wir fragen mal Poki, was hier so los ist. Ja, es ist ein ganz merkwürdiges Gefühl, hier in diesen Klassenraum wieder zurückzukommen, hoffe ich. Es ist ja nicht so vollständig, hundertprozentig ausgesprochen gewesen, dass dieser Privatunterricht, den Edna und Alfred haben, im Hause der Konrads stattgefunden hat. Und es ist auch ein bisschen surreal, glaube ich, einfach diese Aneinanderreihung von Erinnerungen, die wir schon mal gesehen haben, halt jetzt in diesem zerstörten Zustand nochmal wiederzusehen. Und irgendwie bringt das Ednas Lebensumständen von damals halt so eine ganz neue Note, ja, die man, glaube ich, hauptsächlich fühlen und nicht erklären kann. Ich versuche mich nur gerade über eine Erklärung rumzulavieren. Eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn, oder? Klassenzimmer für Privatunterricht im Elternhaus? Das macht, glaube ich, gar keinen Sinn. Nee. Sorry dafür. Ja, so ein bisschen unlogisch ist das Ganze schon. Wir gehen mal raus und gehen mal weiter nach oben. Und hier ist noch eine Tür. Ist das vielleicht Ednas Zimmer? Kann das sein? Da wächst schon der Baum rein. Also im Haus war auf jeden Fall lange niemand mehr da. Das ist ein richtiger Lost Place. Wir nehmen mal die Vase mit. Hey, irgendwer hat in meiner Abwesenheit meinen geheimen Kaugummivorrat geplündert. Na, das war wahrscheinlich Pflanze. Die hatte auch Hunger. Poki? In diesem Raum habe ich die Lichtstimmung vergeigt.
diese Perspektive hab ich nie gezeigt. Während des Zeichnens von den Texttabellen habe ich eine Lasagne gegessen. In diesem Raum hab ich die Schattenlayer vergessen. Und jetzt steht ihr hier vor der letzten Tür. Habt euch artig alles angehört. Wofür? Ja, wofür? Wir gehen mal rein, dann wissen wir es. Mach mal die Tür auf. Zu. Ah, da brauchen wir dann den Schlüssel vielleicht erst. Gehen wir mal nochmal runter in den Keller. Da war ja der Ofen. Na? Wo geht's denn zum Keller runter? Ich glaube hier. Ah, wir müssen erst da runtergehen. Wir haben jetzt auch schon mal ein Feuerzeug, das heißt, wir können Feuer machen. Und damit werden wir befähigt, hier in diese Tonform was reinzugießen. Hoffe ich doch. Und dann mach mal diesen Ofen auf. Dann zünd den Ofen mal an. Na, ich... Inventar geht schon wieder nicht mehr. Ja, ein bisschen buggy bei mir mit dem... ich mag ja allgemein Java-programmierte Sachen eigentlich nicht so gern, weil die von der Performance eher nicht so unbedingt gut sind. Aber gut, ich jammer mal nicht weiter rum und lade mal den Spielstand von gerade. So, jetzt sollte das Ganze auch wieder gehen. Oder auch nicht. Vielleicht müssen wir erstmal mit ihm reden. Der uralte Eisenofen. So, jetzt geht's wieder. Mindestens ging's gerade. Hey, das ist doch das Holz aus der ersten Rückblende. Was du nicht sagst. Hey, Inventar. Ich möchte da auf dich zugreifen. Ich möchte da rein. Und ja, jetzt habe ich hier so ein schönes Fenster und da steht Error. Jo, wir sehen uns gleich wieder. Ich mach mal kurz Pause. Beziehungsweise ihr seht mal ganz kurz schwarz, denn anders geht's leider nicht. Ich weiß auch nicht warum. OBS möchte das leider nicht. Hallo Spiel? Was ist denn hier los? Ach, da bist du ja wieder. Nett von dir. Wir laden mal unseren Spielstand wieder und hoffen, dass es weitergeht. So, jetzt benutze doch mal das Inventar und das Feuerzeug. Mal gucken, was noch in dem alten Kessel steckt. Oh, siehe da, brennt der Ofen. Dann können wir jetzt mal den Topf da reinstellen. Nein, nein, nicht den Topf, erst die Form. Erst brauchen wir die Form. Was einmal geklappt hat? Wird auch ein zweites Mal klappen. Die Frage ist, wann erkennen wir, dass der ausgehärtet ist? Ja? Hol ihn mal mit dem Topflappen raus. Schon ist die Form fertig. Jetzt müssen wir noch den Ofen in den Topf in den Ofen stellen. So leid es mir tut, ich muss den Generalschlüssel wieder einschmelzen. Ja, schade, schade. Aber muss sein. Anderes Material haben wir gerade nicht da. Dann nimm den Topf wieder raus. Kinder, das Gold ist fertig. Uiuiui, die Kobolde kommen. Nein. Gute Idee, ich schütte das Gold in die Form. Oh, jetzt haben wir eine heiße, dampfende Form. Jetzt brauchen wir irgendwo Wasser und das einzige Wasser in dem ganzen Haus war in der Badewanne. Wenn es auch schon sehr, sehr vergammelt und dreckig aussah. Aber das... ist unsere einzige Chance hier. Hm? Nee, das war das falsche Zimmer. Und muss... Hier ist das Bad, genau. Hier ist das einzige Wasser im ganzen Haus. Dann rein damit. Hoffentlich hat's geklappt. Yippie, mein eigener Haustürschlüssel. Mein Vater wollte nie, dass ich einen bekomme. Dann hätte er dich nicht mehr einschließen können. Der Schlüssel passte ja auch zu deinem Zimmer. Ja, das hatte ich schon vermutet. Damit können wir jetzt auch hochgehen.
Und wir haben einen neuen Erfolg. Wir sind jetzt Schlüsselmeisterin. Und langsam, ja, kommt mir der Verdacht, dass der Schlüsselmeister vielleicht auch irgendwas mit dem Ganzen hier zu tun hat. Denn der Schlüsselmeister ist schon ziemlich wahnsinnig gewesen, muss man sagen. Mach mal auf, Edna, und rein da. Das wird dann unser Zimmer gewesen sein. Das ist wirklich mein altes Zimmer. Ich habe es endlich geschafft. Jetzt brauche ich nur noch mein Tagebuch. Weißt du noch, wo ich es immer hingetan habe, Harvey? Seltsam. Diese Erinnerung ist immer noch vernebelt. Aber ich glaube, mit all diesen Gegenständen hier dürfte es nicht schwerfallen, ein letztes Mal in die Vergangenheit zu tempomorphen. Au ja. Wir verstecken das Tagebuch dann einfach irgendwo, wo ich es hier finden kann. Oder wir gucken einfach gleich hinein. Noch besser. Worauf warten wir noch? Los geht's! Na dann, halt dich fest! Tempomorph me! Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen! Ich kann es einfach nicht fassen. Was mache ich nur verkehrt mit dir? Dem armen Alfred einfach eine Eidechse in den Kragen zu stecken. Habe ich dich so erzogen? Richtig. Ich erinnere mich daran. Mein Vater hat mir Hausarrest gegeben. Als wenn uns diese Tür jemals aufgehalten hätte. Uns interessiert nur das Tagebuch, Harf. Herr Konrad! Herr Konrad! Na toll. Trottelalarm. Was ist denn, Alfred? Bestrafen Sie Edna jetzt? Das hatte ich gerade vor, ja. Sie muss besonders hart bestraft werden. Das Ungetüm hat in meine Schulter gebissen. Ich werde vielleicht nie wieder die Fiedel spielen können. Du kannst dir sicher sein, dass die Bestrafung angemessen ausfallen wird, Sohnemann. Schön wär's. Mein Vater sagt, Ihre disziplinaren Maßregelungen zur Zähmung dieses überdrehten Wildfangs... Danke. ...sind höflich ausgedrückt unzureichend. Sagt er das also? Nächstes Mal sollten wir einen Skorpion nehmen. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne persönlich Wache schieben. Nur um sicherzugehen, dass das Ihr zugewiesene Strafmaß eingehalten wird. Nur zu. Und jetzt komm raus hier. Lass ihn uns töten. Eine Mistkröte! Ignorier ihn einfach. Lass uns lieber das Tagebuch finden. Nein, lass ihn uns töten. Zerfetzen, zerreißen. Oder wir schauen uns erstmal um. Wir haben hier ein nettes Easter Egg. Hier, The Whispered World. Das ist auch ein Spiel von Daedalic. Ich kann es nicht aussprechen. Daedalic. Also von dem Entwickler des Spiels. Und ja, wir schauen uns hier mal um. Hier haben wir den Schrank. Können wir diesen Schrank betreten oder hat Edna da auch Panik? Benutze den Schrank. Ja. Wir können ihn nur auf und zu machen. Können wir ihn nur anschauen? Auf der Rückseite gab es einst einen geheimen Durchgang in ein fernes Königreich. Ich habe ihn versiegelt, nachdem ich den Eispalast in Brand gesteckt hatte. Vollkommen unbeabsichtigt natürlich. Ja klar, Edna. Hast du vielleicht mit dem Feuerzeug gespielt? Was du nicht machen solltest, kann es sein? Naja. Wir haben einen Elefant da oben. Oh, da ist ein Elefant. Apokalypso bleibt heute im Regal. Er muss seinem Mutterschiff telepathisch Bericht erstatten. Jo, dann soll er das mal machen. Hey, Apokalypso, Zeit für einen Ausritt? Er sagt nein. Er ist vielleicht zu klein für einen Ausritt. Hier haben wir noch einen Korb, was ist damit? Schau dir den Korb mal an. Da kommen schmutzige Kleidungsstücke und geheime Naschvorräte hinein. Ich wäre für Zweiteres. Hier haben wir noch ein Tagebuch. Können wir das mitnehmen? Hey, da ist ja schon mein Tagebuch. Na, das war mal einfach. Endlich werde ich mich wieder an alles erinnern können. Yippie! Warte mal. Wann war noch gleich dieser Mord, den mein Vater angeblich begangen haben soll? Der Pastor sagte etwas vom 3. August. Laut dem Tagebuch ist das heute. Du hast mich an den Tag des Mordes zurücktempomorpht. Ups. Nein, nein, das ist sogar sehr gut. Jetzt können wir aus erster Hand seine Unschuld feststellen. Wir müssen ihn nur finden und nicht mehr aus den Augen lassen. Lass uns sehen, dass wir hier rauskommen. Endlich können wir seine Unschuld beweisen. Perfekt. Also können wir jetzt wirklich seine Unschuld beweisen?
oder eben seine Schuld, weil es könnte ja durchaus sein, dass Edna sich da was einredet. Und in Wirklichkeit ist der Typ ein abgekarteter Mörder. Könnte ja durchaus sein. Wir könnten jetzt mal, wie können wir uns an Mathis vorbeischleichen? Beziehungsweise Alfred, Mathis ist ja der Vater. Können wir durchs Fenster raus? Ja, spring raus. Edna, raus. Okay, schau ihr an. So viele Erinnerungen da draußen. Können wir mit Alfred raus? Oh, da ist ein Specht. Den nehmen wir mal mit. Hier haben wir noch ein, ne? Fenster. Okay. Ah, da ist der Alfred. Da steht er vor unserer Tür und bewacht uns. So ein Gauner. Lass ihn uns den Schädel spalten. Nö, vielleicht nicht. Im Moment ist das ja alles nur, ja, nicht echt. Also können wir ihn eh nicht töten. Das übernimmt ein späterer, jemand anderer. Poki, hast du noch was zu sagen zu diesem Specht hier? Rekursion ist ja eines der wichtigsten Handwerkszeuge eines Dramaturgen. Und deswegen fand ich es ganz neckisch, dass man zum Schluss des Spiels noch einmal eingesperrt wird und einen Ausbruch wagen darf. Und ähnlich wie Edna aus ihrer Zelle durch den Lüftungsschacht kriecht, missbraucht auch Harvey die eigentlich nicht begehbaren Verbindungen zwischen Räumen hier für seinen kleinen Ausflug in die Freiheit. Viel Spaß dabei. Ja, danke, Poki. Wir könnten nochmal ins andere Fenster hier schauen. Wir haben nämlich hier noch vergessen, dass wir mit Alfred hier ein paar Sachen ablegen können. Wir haben jetzt hier, was haben wir denn hier alles? Nur Alfred? Legen wir mal Alfred ab. So. Was können wir hier machen? Rede mal mit ihr über den Specht. Edna, warum machst du es nicht wie der Specht? Was meinst du? Soll ich an die Tür hämmern, um Alfreds Aufmerksamkeit zu erlangen? Oh, eigentlich dachte ich, du könntest den Kopf gegen die Wand schlagen. Aber dein Plan hat auch was. Ja, ihr Plan ist, glaube ich, ein bisschen besser als Harvey seiner. Na, das geht aber nicht. So, wir könnten gegen die Wand schlagen mit dem Kopf. Nein. Poki? Der aufmerksame Zuhörer mag sich in diesem ersten, letzten Rückblenden-Screen wohl die Frage stellen, berechtigterweise, wie kann es sein, dass die Hintergründe, die etwa ein Dreivierteljahr vor Gründung von Dedelic entstanden sind, bereits mit der Dedelic-Feder und sogar einem Plakat zu The Whispered World geziert sind. Die langweilige Antwort auf diese Frage ist natürlich, die wurden später hier in den Hintergrund reinmontiert, woraus sich auch die Anschlussfrage ergibt, was war wohl vorher auf diesen Postern? Und die noch viel langweiligere Antwort auf diese Frage ist, vorher waren das einfach zwei einfarbige Poster in diesem Raum. Enttäuschend. Ja, sehr interessant, Poki. Das hätten wir jetzt auch nicht so rausgefunden. Ich hätte das jetzt einfach für ein Easter Egg gehalten. Und ich kenne jetzt auch nicht die Firmengründungsgeschichte von denen. Und wann die gegründet wurden, ich glaube, das Spiel ist 2008 erschienen. Ich könnte da mal kurz schauen. Genau, ich habe da nämlich vorhin recherchiert wegen der Duldungserklärung. Und wie das so ist, ob man dieses Spiel überhaupt hochladen darf. Und ja, da habe ich so ein bisschen geschaut. Edna bricht raus wurde in 2008 am 6. Juni veröffentlicht. Ja, aber sonst war da nichts. Und wann wurde Dedelic gegründet?
Könnten wir auch mal schauen. Das wurde gegründet 2007. Okay. Also eigentlich wurde The Daleks eigentlich schon vorher gegründet und Edna kam dann erst ein Jahr später raus. Macht dann auch irgendwie Sinn. Aber ich schaue hier gerade mal. Ja, stimmt schon. Edna bricht aus war 2008 und The Whispered World ist rausgekommen 2009. Da kamen dann auch noch ein paar andere Spiele raus und ein paar davon werden wir vielleicht noch ausprobieren in den nächsten Dingen. Vor allen Dingen freue ich mich auf Harveys neue Augen. Wir machen allerdings jetzt erstmal weiter hier im Programm. Wir müssen hier irgendwie auf Edna zurückswitchen und müssen uns dementsprechend dann auch hier irgendwie Zutritt verschaffen. Wir könnten an die Tür schlagen. Ne? Inventar haben wir keins. Ja, bitte? Versteck dich mal im Schrank, schnell. Komm mit, Harvey. Na, klappt das? Lass das so. Hey, wo ist sie hin? Ist sie etwa aus dem Fenster geklettert? Vielleicht ist sie das. Ja, Hey! Schnell, sperr sie ein. Oh, armer Alfred, jetzt tut er mir schon fast leid. Sehr gut. Am besten teilen wir uns auf, um Mathis zu finden. Ich suche im Obergeschoss, du suchst unten. Und wenn ich ihn gefunden habe? Dann holst du mich natürlich. Klar. Du, Edna. Ja, Harvey? Was ist, wenn Mathis doch ein wahnsinniger Mörder ist? Sei nicht albern, Harvey. Mathis kann keiner Fliege was zuleide tun. War ja auch nur eine Frage. Ich ja, aber was, wenn doch? Nicht zugeben, aber ich habe ein wenig Angst. Ich auch. Ich denke auch, dass es vielleicht sein könnte. Oh, das wäre übel, wenn er wirklich der Mörder ist. Schauen wir uns mal um, wo er ist. Oh! Was ist denn das? Ah! Hä? Edna, Edna, Edna! Was gibt es denn, Harvey? Es ist Mathis. Er kocht eine Suppe aus Kindern. Ich verstehe nicht, was du meinst. Ich meine es so, wie ich es gesagt habe. Mathis ist doch der Mörder. Komm mit. Aber echt jetzt? Was ist los? Ich verstehe kein Wort. Aber er war hier. Er stand am Herd und... Hat Kinder gekocht? Merkst du nicht selbst, wie absurd das klingt? Ich muss mich irgendwie wohl geirrt haben. Such einfach weiter. Was geht hier vor? Vielleicht hast du eine Psychose entwickelt, Harvey. Du, der selbst eine Psychose bist. Ja. Wo könnt ihr... Oh! Im Keller, im Ofen. Oh mein Gott. Was ist denn da los? Bratest du hier, Kinder. Edna, Edna, Edna! Was jetzt? Diesmal bin ich mir sicher. Mathis verheizt Kinder im Ofen. Nein, tut er nicht, Harvey. Komm mit, ich beweise es dir. Das ist doch... Ich verstehe gar nichts mehr. Geht es dir nicht gut, Harv? Langsam bist du derjenige, der mir Angst macht. Wie kann ich mich denn so irren? Ja, was ist denn hier los? Warte mal, können wir hier hoch? Hebst du mich kurz hoch? Na klar. Oh! Jetzt geht's aber los hier. Harvey, was stimmt mit deiner Psyche nicht? Was ist da los mit dir? Was ist denn jetzt schon wieder? Ich weiß es doch nicht. Es war wieder Mathis. Na komm schon, wir gucken uns das gemeinsam an. Siehst du, hier ist nichts. Ich denke, wir blasen die ganze Sache lieber ab. Es war ein anstrengender Tag. Ich kann mich morgen immer noch erinnern. Und dir scheint das Tempomorphen nicht gut zu bekommen. Nein, es geht schon wieder. Starten wir noch einen Versuch.
Ja, also ich könnte mir das natürlich so erklären, weil Harvey ist ja eigentlich nur eine Einbildung von Edna. Und dementsprechend hat Edna vielleicht eine nicht nur multiple Persönlichkeit oder sowas. Oh, was wäre, wenn Edna alle umgebracht hat? Das könnte natürlich auch sein. Das wär mal so der Mega-GAU. Und sie deswegen eigentlich dann in der Anstalt hockt. Meine Fantasie geht mit mir durch. Wir gehen mal auf hinters Haus hier. Der Teufel. Der Wahrhaftige höchstpersönlich. Ah! Edna, hilf mir! Ich fantasiere! Was hast du diesmal gesehen? Ich sah Mattes. Und den Leibhaftigen. Und sie... Warte mal gerade. Sind das Stimmen? Da ist ja tatsächlich wer auf der Veranda. Bleib du hier. Ich sehe mir die Sache an. Ich finde, die beiden sind ein hübsches Paar. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie eine gemeinsame Zukunft haben. Ihre Tochter und mein Sohn. Ha! Da müsste man ihr erst einmal ihre Aufsässigkeit abtrainieren. Edna ist respektlos und widerspenstig. Aber sind Sie nicht dabei, einen Durchbruch auf dem Bereich der... Wie nennen Sie es gleich? Charakterkorrektur. Das ist genau das, was Ihrer Tochter fehlt. Dann sehe ich vielleicht doch noch einen Weg, wie... Entschuldigen Sie mich einen Augenblick? Was soll das, Edna? Du weißt genau, dass du auf deinem Zimmer bleiben sollst. Ja schon, aber... Nichts aber. Der Doktor hat ganz recht. Du bräuchtest dringend so eine Charakterkorrektur. Bitte nicht, Papa. Ich will keine. Wir reden später. Jetzt gehst du erst einmal zurück auf dein Zimmer. Ich bin ganz schön sauer, junges Fräulein. Ach ja. Und sei auch netter zu Alfred, verstanden? Netter zu Alfred? Ha, dass ich nicht lache. Sei ruhig, Harvey. Immerhin bist du schuld daran. Was sollten überhaupt diese ganzen Lügengeschichten? Ich habe darüber nachgedacht. Und eigentlich ist die Sache ganz simpel. Ich kann gar nichts dafür. Ich bin immerhin nur eine Projektion deiner Fantasie, schon vergessen? Was wunderst du dich, wenn ich hier und da ein wenig ungenau bin? Gerade wenn es um Beobachtungen geht, bei denen du gar nicht dabei warst. Ungenau ist etwas anderes als vollkommen absurd ausgedacht. Bist du mir jetzt böse? Ach, Harvey. Dir kann man doch gar nicht böse sein. Na warte! Er soll mich loslassen! Alfred, was tust du? Gib mir Harvey zurück! Das hättest du wohl gern. Bitte, Alfred, es tut mir leid. Ich hab mir vorgenommen, in Zukunft netter zu dir zu sein. Tu nicht so. Es tut dir kein bisschen leid, du Monster. Du bist total wahnsinnig. Nicht nur, dass du versuchst, mich mit Eidechsen umzubringen. Du sprichst auch noch mit diesem Stoffhasen. Erstaunst du, was? Ich habe in deinem Tagebuch gelesen. Harvey hier, Harvey da. Und Alfred ist immer die dumme Kröte, nicht wahr? Aber das wird aufhören. Ich sage alles, Papa! Und dann werden sie dir den blöden Hasen wegnehmen. Vielleicht sperren sie dich dann auch in Papas Anstalt zu den anderen Irren. Da gehörst du nämlich hin. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Nicht, Alfred! Bitte! Hilf mir, Edna! Er tut mir weh! Was soll ich denn bloß tun? Schubs ihn! Was? Schubs ihn einfach! Schubs ihn die Treppe runter! Oh mein Gott, ich hab's vermutet. Sowas hatte ich mir fast gedacht. Oh Mann. Oh nein. Jetzt erinnere ich mich an alles. Ich habe Alfred getötet. Es geschah im Affekt. Ich konnte doch nicht zulassen, dass er mir Harvey wegnimmt.
Oh, da kommt ja, der Professor. Du bist es gewesen. Du hast meinen Sohn getötet. Dein Vater hat die Schuld auf sich genommen, um dich zu schützen. Ich musste ihm versprechen, mich um dich zu kümmern. Aber ich sah nur einen Weg, um dies zu tun. Ich wollte dich wie ein weißes Blatt Papier neu erschaffen. All deine Verrücktheiten tilgen. Ich stand oft kurz davor. Aber jedes Mal fandest du einen Weg zurück in deine Erinnerung. Jetzt endlich weiß ich, wie ich vorgehen muss. Dein Stofftier Harvey. Er ist der Anker, der dich an deine Vergangenheit kettet. Wenn du ihn zerstörst, dann kannst du endlich wieder ohne Schuld und in Frieden leben. Hör nicht auf ihn! Er wird alles zerstören, was dich ausmacht! All deine Kreativität, all dein Spaß! Sieh doch, er steht genau an der Stelle, an der sein Sohn damals stand! Nur ein kleiner Schubs und die sind endlich frei! Töten wir ihn! Er ist der Einzige, der von unserer Schuld weiß! Oh nein. Was soll ich denn bloß tun? Ihn umbringen! Wen sollen wir töten, Harvey oder Dr. Marcel? Wir sind irre. Wir können nicht klar denken, wir töten Dr. Marcel. Nein! Oh, das wollte ich jetzt gar nicht. Habe ich falsch gedrückt? Mist! Habe ich mich jetzt verdrückt? Nein! Was haben wir angestellt? Edna ging zurück in die Anstalt und begann eine Charakterkorrektur. Ihr neuer Name ist Alfred Dine. Ihre Lieblingsbeschäftigung ist Abwaschen und Akten sortieren. Hat wohl nicht ganz geklappt. Dr. Marcel gab seine Karriere auf, kaufte sich ein Hausboot und holte auf seine alten Tage noch olympisches Gold im Profiangeln. Hudi ging nicht zurück in die Anstalt. Er begann eine Karriere als Bankräuber, nachdem er einen Bankangestellten erschoss, stellte er sich den Behörden. Alu wurde schließlich vom Blitz getroffen und verwandelt sich in ein Lichtwesen. Ja, ein Lichtwesen, ein totes Lichtwesen vermutlich. Der Spieler sollte hingegen niemals herausfinden, was ihn da getroffen hatte. Was ihn da getroffen hatte? Eieiei, das Ende. Da haben wir einen großen Fehler gemacht, wir haben uns verklickt. Wir klicken uns hier mal durch, denn ich möchte gerne noch das andere Ende sehen. Wenn wir jetzt auf Spielen gehen, starten wir dann vor der Entscheidung. Ne, jetzt sind wir wieder hier. Das war jetzt nicht unbedingt der Plan. Wir haben doch hier noch einen Speicherpunkt gehabt. Wo ist der? Hier. Hey. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich mich hierhin durchgespielt habe, wo wir gerade waren. Und das alternative Ende sehen. Bis gleich. Oh nein. Was soll ich denn bloß tun? Damit sind wir wieder hier. Wir hören mal diesmal auf Harvey. Eine auf die Rübe, schnell! Was ist jetzt passiert? Edna ging nicht zurück in die Anstalt. Die Polizei fahndete wochenlang vergeblich nach dem verwirrten Mädchen. Die Suche wurde abgebrochen, als man schließlich die Überreste eines blauen Stoffhasens im Ozean fand. Der Schlüsselmeister wurde ebenfalls nie gefunden. Mutti ging alleine zurück in die Anstalt. Nach 2 Wochen ohne Hoti wurde er für geistig gesund erklärt und entlassen. Überglücklich nahm er den Job als Bankangestellter an. An seinem zweiten Arbeitstag musste er auf dem Rückweg zur Anstalt noch einmal austreten. Auf der Tankstellentoilette traf er dann die Liebe seines Lebens und brannte mit ihr durch. So. Der Spieler sollte hingegen niemals herausfinden, was ihn da getroffen hatte. Das hatten wir auch schon beim ersten Mal.
Und damit sind wir wieder am Ende des Spiels. Es gibt also zwei verschiedene Enden. Und Harvey scheint wohl in beiden Fällen kaputt zu sein. Im ersten Ende, was ich versehentlich angedrückt hatte, endet Harvey damit, dass wir ihn töten. Naja, oder halt mit der Schere zerstückeln. Und im zweiten Ende vermute ich mal, dass Edma irgendwie ein schlechtes Gewissen hat, dass sie ihn umgebracht hatte. Und dann wird sie Harvey entsorgen. Irgendwie so. Und damit haben wir noch den Abschlusssong hier. Wir sehen uns dann im nächsten Part des Spiels wieder. Und zwar in Edna und Harveys Neue Augen oder so. Das müsste ich auch, glaube ich, schon haben. Wollen wir den Mond anzünden? Ja, lass uns den Mond anzünden. Das ist ein Adventure. Was soll schon passieren? Hier sehen wir nochmal, wer die ganzen Rollen gesprochen hat. Der Neue. Jan Michael. Die Stimme sagt. Der Name sagt mir irgendwas. Jan Michaelis. Ja. Schauen, ob ich da noch jemand anderen kenne. Nee. Okay. Yep, das war's dann. Ich verabschiede mich von euch. Wir sehen uns im nächsten Spiel wieder. Habt noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.